Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute gibt es wieder ein Real Talk Video. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ich habe jetzt mein kleines Projekt, die Real Life Stories, falls ihr die angucken wollt, guckt sie gerne an, ich habe sie alle in eine Playlist verpackt, ich werde einfach unten in den Kommentaren einen Link posten. Und ich hoffe, ihr seid auch gut durch die Weihnachtstage gekommen, ich hoffe, ihr habt euch nicht fett gefressen. Ich hoffe, ihr habt alle schöne Geschenke bekommen und seid wieder wohlauf. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mir sauer aufstößt die ganze Zeit schon. Schon mehrere Jahre. Also ich muss dazu sagen, ich werde dafür so viel Hate, aber ist mir so scheißegal, ernten. Ich habe angefangen mit 14, 15 Jahren, dass ich irgendwann wirklich keinen Bock mehr auf Weihnachten hatte. Also ich war dann immer so, habe mir so gesagt, ja, Weihnachten ist schön, natürlich schmücken und sowas. Ich habe dieses Jahr nie geschmückt, ich habe jetzt die letzten Jahre hier und da immer mal wieder was schön irgendwie was hingestellt. Aber dieses Jahr habe ich jetzt mal nicht geschmückt. Ich habe keinen Weihnachtsbaum hier hingestellt, ich habe keine Beleuchtung hingemacht, nix. Und ich glaube, es war mit 14 oder 15 Jahren, fing ich dann selber auch an zu sagen, so Weihnachten, gut. Ist zwar schön, dass man mit seinen Eltern zusammen ist, mit seiner Familie zusammen ist, aber das kann man ja auch eigentlich die ganzen anderen Jahre machen. Muss man ja nicht nur an Weihnachten. Und man muss ja nicht nur an Weihnachten, das ist ein wichtiges Thema, merkt euch das bitte, sonst gibt's Ärger. Ist ja auch ein wichtiges Thema, was ich finde, zu Weihnachten schenken ja viele immer ihren Eltern was oder umgedreht, die Eltern schenken ihren Kindern was. Und ich finde das immer faszinierend zu sehen, dass die Kinder, die gehen dann in den Laden, holen irgendwas für die Eltern für 50, 60, 100 Euro, 200 Euro und die Eltern holen im Laden irgendwas für 200, 300 Euro. Das Schönste ist immer, wenn man vor Weihnachten einkaufen geht. Also ich mache es manchmal auch, ne? Also dieses Jahr, also was heißt vor Weihnachten, immer so mehrere Tage, manchmal eine Woche vor Weihnachten haben wir dieses Jahr gemacht, das mache ich auch immer. Nur es gibt Leute, die vor Weihnachten, das ist immer so schlimm, und vielleicht kennt ihr das, man geht in so einen beschissenen Laden rein, die Leute laufen alle, schubsen alles um, schubsen Leute um, schubsen Kinder um, weil die denken, das ist irgendwie der letzte Tag, wo die Läden aufhaben. Aber ey, ich will euch was sagen, die Läden haben nach Weihnachten wieder auf. Die haben wieder auf und die werden auch nächstes Jahr wieder aufhaben. Und ihr könnt nächstes Jahr auch wieder einkaufen gehen. Und wenn ihr unbedingt vor Weihnachten meint, 5 Einkaufswagen hinter euch herzuziehen, vielleicht, aber nur vielleicht, sollte man da mal überlegen, um nächstes Jahr vielleicht nicht so einen Stress zu haben, mal überlegen, dass man vielleicht ein paar Tage früher einkaufen geht und dann vielleicht immer so kleine Sachen, oder man geht 2 Wochen vorher einkaufen und man hat vielleicht einen größeren Kühlschrank, ist das Ding, genau, einen größeren Kühlschrank, da kann man natürlich auch vorher schon viel einkaufen. Man muss es nicht unbedingt ein paar Tage vor Weihnachten machen und vor allen Dingen dann auch nicht so, mit so einem Stress. Also ich finde das immer geil, wenn die Leute anfangen dann zu schubsen und, oh scheiße, der Laden, ey, es ist jetzt 20 Uhr gleich in 5 Minuten und müssen noch einkaufen gehen, du, ich hab's ja vergessen, Sturm rein, wirklich, die Flanken, alles weg. Alles, also wirklich, du guckst da gerade ein Produkt an, die Leute kommen zu dir, schubsen dich weg und nehmen, klauen das Produkt gefühlt noch von deinen Händen weg. Ne? Wenn, auch wenn du es gerade schon in deinen Einkaufswagen reingeschmissen hast, die meisten klauen das dann noch von deinem Einkaufswagen. Das ist aber eine andere Geschichte. Nur weil die schon in die Kasse wollen. Geil. Ja, als Real Talk, das machen echt viele. Also bei uns, ich habe das hier und da schon mitbekommen, dass viele sich so denken, der Einkaufswagen, der da steht, ne, weil man mal kurz Obst kauft, Gemüse, Joke, Pommes und Pizza geholt, da denken die Leute so, oh, ja, in den Einkaufswagen liegt da hier Käse oder in den Einkaufswagen liegt da hier Cola. Ich könnte jetzt einfach zu den Getränken zu Cola gehen oder ich könnte das von Einkaufswagen mitnehmen. Ja, nehme ich jetzt mal von Einkaufswagen, der Typ, der ist ja gerade weg, da kann ich mir das mal snacken. Das ist der erste Punkt, der mich vor der Weihnachtszeit und oder in der Weihnachtszeit, nach der Weihnachtszeit übelst aufregt, wenn ihr einkaufen gehen müsst. Und ich war auch vor Weihnachten, also aber wirklich eine Woche vorher einkaufen und ich habe mir nur noch kleines Zeug geholt. Wir haben keinen großen Einkauf gemacht, wir haben wirklich nur noch kleines Zeug geholt. Also wie, wenn man mal wirklich was vergessen hat oder wenn man mal überlegt, bei uns war zum Beispiel Toilettenpapier, wir wussten, naja, wird knapp, haben wir uns Toilettenpapier geholt. Aber da gibt es wirklich Leute,
Die gehen wirklich kurz vor Ladenschluss, gehen sie rein, stürmen rein, am besten noch mit einer Kalasch in den Kopf rumlaufen. Und keine Ahnung, frei machen, dass die alles einkaufen können. Finde ich zu Weihnachten immer übelst geil, auch die Autofahrer. Die Autofahrer sind am allerschlimmsten, du. Ha, du vor meiner. Du, vom ersten Weltkrieg ob sowas. Nee, du, da haben sie aufgepasst, da haben die StVO eingehalten. Und da waren wirklich, es gibt ja so gediegene Autofahrer, es gibt ja so Leute, die bei einer 100, bei einer 60er-Zone, 30er, ist ja egal, ne? Bei einer 60er sagen wir jetzt einfach mal, 40 fahren. Das sind die ersten dann halt einfach, weil hinter denen staut sich das so langsam, die Leute sind genervt, vor allem wenn dann immer wieder mehrere Ampeln hintereinander sind, so alle 100 Meter eine Ampel ist, ne, müssen die Leute stehen bleiben wegen den einen Typen, weil der 40 fährt, und dahinter eine Ampel ist, dann müssen die warten und wollen die dann einholen. Das geht aber nicht, weil der immer noch 40 fährt. Und irgendwann sind anstatt zwei, drei Autos hinter ihnen 50 Autos. Die sich dann so vor der Weihnachtszeit zu denken, und ich weiß, solche Leute gibt es auch nach der Weihnachtszeit, aber vor der Weihnachtszeit ist mir das wirklich krass aufgefallen. Weil so nach der Weihnachtszeit eher weniger, da fahren irgendwie alle wieder fast normal, also, ne? Aber so vor der Weihnachtszeit, oh, so. Du hast doch bei Weihnachten alle, ich habe jetzt Urlaub, kann ich ein bisschen Gegend angucken. Ist ja auch schön, ne? Man, so Asphalt gibt ja auch nicht überall Asphalt, ne? Ich sag mal, schön, sich den Asphalt anzugucken. Aber man sollte vielleicht nicht unbedingt eine 60er-Zone 30 fahren oder 20 fahren, wo ein Fußgänger den überholt und keine Ahnung, dass ich so denkt, ey, boah, bin ich heute schnell drauf, ey, krass. Und dann gibt es aber noch die andere Sorte, die ist noch schlimmer, ne? Die Leute, die halt einkaufen gehen fahren müssen, ne? Die kommen dann in 30er-Zone, ne? Oder keine Ahnung, was für eine Zone, 40er, also die haben ja meistens immer so eine 60er-Zone hier hinten, ne? Und das ist auch immer sehr geil zu sehen, dann gibt es dann so Leute, wie schon gesagt, die gucken auf die Uhr, in 5 Minuten macht der Laden Schluss. Und das Problem ist, wir haben ja auch Schulen. Natürlich, um 18 Uhr hat keine Schule mehr auf, oder besser gesagt, da kommen kaum noch Kinder raus. Manchmal natürlich die Lernwilligen, die dann irgendwie bis abends dann in der Schule bleiben oder die AGs haben. Aber da sind extra überall Schilder, dass man aufpassen soll, weil da auch Einwohner wohnen mit Kindern. Aber die denken sich, nee, ich muss jetzt 100 fahren, in 3 Minuten macht der Laden Schluss, Alter, Nitro. Ja, da denkt man sich dann auch so, ja gut, ne, also du kannst auch in einer 60er-Zone irgendwie 120 fahren, ne, ist okay. Und dann vor allen Dingen, wenn die Ampel rot ist, bedeutet das, stehen zu bleiben und nicht sich zu denken, ja, die Ampel ist schon seit 10 Sekunden, nein, 10 Sekunden ist es übertrieben, die Ampel ist seit 2 Sekunden rot, ich fahre noch rüber. Ist auch nicht so, dass das Ampelsystem so nach 3 Sekunden, 2 Sekunden dann umsteigt, dass die Fußgänger rüber können. Ne? Also die meinen dann ja, die gucken dann meistens immer, das sieht man auch immer ganz witzig vor Weihnachten, die gucken dann immer so auf die Uhr, machen einen Stress, hupen überall, weil die unbedingt jetzt noch vor Weihnachten in den letzten 5 Minuten, weil der Laden noch 5 Minuten auf war, einkaufen gehen müssen. Und da wundern die sich, und das haben wir auch mitbekommen, wenn da hier und da mal ein Unfall passiert. Ne? Wie geht denn das jetzt? Ich bin in der 60er-Zone, ich bin doch nur 120 gefahren. Also bitte, also... Wie geht denn das jetzt, dass ich jetzt einen Unfall gebaut habe? Dass ich jetzt gegen die Laterne gefahren bin? Das ist ja seltsam. Das ist seltsam. Es hat ja auch noch ein bisschen genieselt. Die Straßen sind ja noch ein bisschen nass. Das ist ja seltsam. Aber ich muss noch einkaufen, ne? Jetzt fahr ich einfach weiter. Also das ist erstmal die Vorweihnachtszeit. Und das hasse ich an der Vorweihnachtszeit. Und das Schlimmste ist ja noch, was ich am allerschlimmsten finde, die Leute... Was heißt die Leute? Die Läden und die Leute. Also meistens sind es erstmal die Läden, die dann schon zur Sommerzeit schon Sachen anbieten für Winter oder für Weihnachten. Das finde ich immer am geilsten, zur Sommerzeit. Dann gibt es da so Leute, die packen sich dann alles rein, alles in den Korb, aber kommt trotzdem nochmal jeden Tag vor Weihnachten, also wo die Geschäfte noch aufhaben, kommt trotzdem da nochmal einkaufen. Davon abgesehen. Es gibt auch Leute, die fangen, finde ich auch immer ganz cool, die fangen irgendwie schon so an, die schmücken schon die, Sommerferien bei uns hier drüben, ne, das ist so August, Ende August fangen schon die ersten Leute an zu schmücken, wo ich mir so sage, gut, also, ich mache jetzt erstmal noch auf die Gamescom, ist ziemlich warm, also,
Gut, wenn ihr jetzt schon schmücken wollt, dann könnt ihr natürlich jetzt schmücken. Und das ist einmal die Vorweihnachtszeit. Und die Weihnachtszeit an sich mag ich auch nicht. Ich kann euch aber auch sagen, wieso. Vielleicht fühlen das viele. Vielleicht sagen viele, ja gut, nee, finde ich ein bisschen anders. Aber ich krieg selber auch bei meiner kleinen Familie immer mal wieder mit. Mein Onkel kommt mich immer vor Weihnachten besuchen, auch mit seinen Freunden, Kollegen und sowas. Und da schenkt man sich halt Sachen. Ne? Da schenkt man sich, auch zur Weihnachtszeit schenkt man sich halt am 24. Sachen. Und ich selber habe dieses Jahr kein Mal an die wirklich Weihnachten gefeiert. Mein Onkel musste dann ja auch wieder runterfahren wegen der Arbeit und der hat ja dazu immer auch eine Familie. Und ich finde das ja okay, wenn man so ein kleines Mitkriegen mitkriegt. Ist ja okay. Ist ja auch schön, wenn man zur Weihnachtszeit unten ein schönes Paket stehen hat und das aufmachen kann. Das ist okay, die Bescherung ist ja okay. Aber nach der Bescherung. Also es gibt dann die Familien, die packen das aus, sagen, das ist ein Scheißgeschenk oder denken sich, ja, cooles Geschenk, am nächsten Tag bringen sie es weg, gehen sie es verkaufen. Scheiße gelaufen, kack Geschenk, gut, seid dumm. Und dann gibt es halt auch die Familien, die packen das Zeug aus, dann so 18 Uhr. Und also auch die kleinen Kinder packen das 18 Uhr dann meistens auf und sind dann weg. Sind dann im Zimmer, probieren das neue Geschenk aus. Heutzutage werden ja Handys verschenkt, Videokonsolen verschenkt, PCs und sowas verschenkt, Spiele verschenkt, ne? Und du siehst die dann die nächsten 6 Wochen nicht mehr. Die sind dann die nächsten 6 Wochen nur noch im Zimmer. Die Mutter guckt hier und da mal rein, ob das Kind noch lebt. Und das finde ich halt traurig. Ich bin ganz anders aufgewachsen. Also erstmal Nummer eins, ich habe immer, schon immer, wo ich klein war, immer schon gesagt, ich will keine Geschenke haben. Man kann sich Geschenke auch, ihr werdet es nicht glauben, aber man kann sich Geschenke auch nach Weihnachten holen. Wenn man seine Familie liebt, wenn man seinen Vater liebt, wenn man seine Mutter liebt, wenn man seine Kinder liebt, kann man auch, das ist krass, wenn ich das so sage, aber das ist wirklich so, man kann nach Weihnachten auch noch Geschenke kaufen. Und es ist doch mal schön, wenn man am Wochenende mal seiner Frau oder seiner Mutti mal eine Blume vorbeibringt. Man muss das doch nicht auf, dann immer so Sprüche hier von wegen, ja, ist doch bald Weihnachten, ich schenke dir das zu Weihnachten. Warum? Man kann doch mal Blumen mal jeden Monat, das ist doch nicht so viel verlangt, wenn man mal einkaufen geht und für die Mutti mal Blumen mitbringt. So bin ich aufgewachsen. Und ich habe meiner Oma auch nach Weihnachten noch Blumen geschenkt. Aber die meisten vergessen das. Die sehen die Weihnachtszeit so, ja, da gibt's so Geschenke, da hat man sich mal lieb und nach Weihnachten ist alles wieder vergessen. So, der eine macht sein Ding, der andere nimmt wieder seine Drogen, der andere kommt jeden zweiten Tag wieder mit Polizei nach Hause. Wo ich mir so denke, ey, ihr habt irgendwie das Weihnachtsfest nie wirklich verstanden. Und in meinen Augen, das Weihnachtsfest ist ja eine Verbindung aller Familien, wenn man jetzt mal das Religiöse rausnimmt, weil ich feiere auch Weihnachten und bin nicht religiös. Wenn man das jetzt mal rausnimmt, oder Ostern zum Beispiel, ne, wenn man mal das rausnimmt, aber trotzdem Weihnachten feiert, ist es für mich ein Familienfest. Dass man zusammen ist, dass man zusammen mal wieder reden kann, dass man Geschenke mal weg mit der Scheiße. Dass man aber einfach mal zusammen wieder ist einfach mal über alles reden kann, also sich hinsetzen kann und nicht direkt wieder an die Konsole geht. Vielleicht einen Film guckt zusammen, was ich früher gemacht habe, Märchen guckt. Bei mir war es so, wir haben Märchen geguckt, musste dann, ich glaube so 15 Uhr als kleiner Bubele, musste ich dann immer baden gehen für 2 Stunden, ne, eine Stunde, ne, musste meistens dann auch nochmal kurz schlafen. Dann gab es erstmal Essen. Klar hat man sich als kleines Kind dann immer so, oh komm, ich will die Geschenke haben. Ich verstehe das ja auch. Aber ich glaube, so erwachsener man wird, umso mehr merkt man eigentlich, was Weihnachten für eine, muss ich jetzt einfach sagen, abgebrannte Kommerzscheiße geworden ist. Es geht nur noch um Geschenke, 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 Geschenke. Um mehr geht's gar nicht mehr. Man sieht es in den Läden, man sieht es bei den meisten Familien. Dann werden so Ketten für 500, 600 Euro gekauft. Und das ist ja auch in Ordnung, das kann man ja machen. Jeder kann Weihnachten so feiern, wie er möchte. Aber für mich ist es nichts, weil für mich ist es eigentlich ein Fest der Familie. Auch wenn ich bringe auch Geschenke mit. Aber ich, wie schon gesagt, gebe auch manchmal Geschenke, und sehr oft, bei meiner Frau zum Beispiel. Ich gebe so oft auch einfach mal so Geschenke, ich bringe mal Blumen mit.
Mann, Film, Marvel-Film, weil wir Marvel-Fans sind. Ne, das sieht man vielleicht hier, wir haben hier alle Marvel-Teile, also wirklich fast alle. Ich glaube, nur noch die ganz neuen Filme und so. Ne, und ja, Harry Potter und alle Harry Potter-Teile ist jetzt hey. Und oder geht man halt mal einkaufen und bringt für seine Mutter, also bei mir ist es für meine Freundin, meine Blume mit. Und das haben viele vergessen. Viele sehen immer den Weihnachtstag oder die Weihnachtstage als, ja, heute sind wir mal wieder lieb zueinander, morgen ist wieder alles vergessen. Und die ganze Kommerz-Scheiße. Und das regt mich alles nur noch auf. Entweder du hast Kommerz-Scheiße, du hast Liebe zu Weihnachten, die am nächsten Tag wieder verflogen ist. Genau wie Muttertag. Muttertag schön und gut, aber man sollte doch seine Mutter jeden Tag ehren. Also bin ich aufgezogen worden. Also wenn ich meine Mutter nur an den Muttertag, also meine Oma an Muttertag geehrt hätte, also weiß ich nicht, da hätte ich mich komisch gefühlt. Das ist ja, meine Mutter ist ja auch nur am Kindertag ist ja, glaube ich, war Mai, glaube ich, ne, irgendwie so, weiß ich nicht mehr, da bin ich schon lange raus. Ja, ich sage ja auch nicht nur zum Kindertag, oder meine Mutter hat ja auch nicht zum, ja, nur heute kümmere ich mich um dich. Die anderen Tage sind mir scheißegal. Die restlichen 364 Tage, die kannst du machen, was du willst. Nur am Kindertag bist du mein Junge. So, das wird auch niemals eine Mutter machen. Und ihr solltet euch alle mal, die meinen, so Weihnachten geht es nur um Geschenke und sowas, mal so ein bisschen alles durch den Kopf gehen lassen und mal überlegen, dass Weihnachten nicht nur um Geschenke geht, dass Weihnachten auch das Fest der Familie ist, das Fest der Liebe ist, um vielleicht mal ein paar Dinge anzusprechen und gemeinsam zu essen, gemeinsam zu kochen, vielleicht gemeinsam noch ein schönes Weihnachtsmärchen anzugucken. Und irgendwann kann man ja die Geschenke immer noch geben. Oder vielleicht den Kindern sagen, ja, ihr könnt die Geschenke aufmachen, aber die werden heute nicht angefasst. So war das bei mir, weil wenn man schon so einen schönen Tag feiern kann, dann sollte man das wirklich auch nutzen. Und für die ganzen Leute, die immer meinen, zu Weihnachten muss es um Kommerz-Scheiße gehen. Nee, geht's nicht. Es geht da um Familie. Es geht das ganze verfickte Jahr aber auch um Familie. Das bedeutet, nach Weihnachten ist es immer noch eure Familie. Und geht einfach mal zu Januar, Februar, geht da einfach mal in den Laden und kauft doch euren Eltern doch einfach mal eine Blume. Oder helft doch mal beim Abwaschen. Das müsst ihr nicht nur zu Weihnachten machen. Das könnt ihr das ganze Jahr über machen. Ihr könnt auch das ganze Jahr über mal ein Geschenk machen. Wie schon gesagt, ihr könnt einfach mal euren Eltern mal, euren Vater vielleicht neues Autoöl. Klingt jetzt doof, aber vielleicht neues Autoöl kaufen. Naja, wenn es nicht so teuer ist für euch. Oder eurer Mutti mal einen Kuchen backen. Das muss man nicht nur zu Weihnachten machen. Und viele, ich sehe es halt heutzutage, es geht nur noch um Kommerz, nicht mehr um Familienfeste. Jeder macht irgendwie so in der Familie dann zu Weihnachten sein eigenes Ding. Also die meisten Familien trennen sich dann auch komplett, sagen, oh, wir haben heute keine Zeit, wir haben heute auch keine Lust, wir wollen ja, irgendwie alleine feiern und so und weiß ich nicht. Also für mich ist Weihnachten schon sehr lange unten durch und ihr werdet es nicht glauben, bei mir hat schon mit 14 Klick gemacht. Ich wollte eigentlich nie Geschenke haben, ich war immer schon der Meinung, dass es früher schon Kommerz-Scheiße war. Bei meiner Familie gab es das nicht, obwohl ich sagen muss, ihr werdet es nicht glauben, meine Oma hat mir trotzdem eine Xbox geschenkt. Früher, das war noch die 360, die kam an dem Jahr raus, hat sie mir trotzdem gekauft oder die hat mir natürlich trotzdem Handy geholt. Und da habe ich ihr auch was Kleines geschenkt. Aber ich habe ihr auch nach Weihnachten Sachen geschenkt. Ich habe auch nach Weihnachten den Abwasch gemacht oder den Müll rausgeschafft und war für meine Oma da. Nicht nur zu Weihnachten und meine Oma war auch das ganze Jahr für mich da. Nicht nur zu Weihnachten. Und viele sollen das mal als Ansporn nehmen und viele sollten mal darüber nachdenken, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist, das Fest der Besinnlichkeit und das Fest, wo man mal über alles nachdenken kann, wo man einfach mal die Zeit hat, mit der Familie zusammen zu sein, über ein paar Dinge zu reden. Muss ja auch nichts Schlimmes sein. Man kann ja mal so sagen, schade, dass man sich das ganze Jahr über nicht sieht, ich würde dich mehr sehen. Einfach mal das Herz sprechen lassen zu Weihnachten. Und nicht nur auf den Kommerz-Scheiß. Und nicht nur unbedingt auf Amazon gucken, oh, das teuerste Geschenk, oh, hier habe ich eine Kette für 500. Ah, Preise, muss ich heute meine drei Fernsehgeräte verkaufen, muss ich meinen PC verkaufen. Ah, gut,
die letzte Hose. Ich habe danach keine mehr, verkaufe ich halt meine Hose. Eure Eltern freuen sich auch, wenn ihr was Selbstgebasteltes macht. Ja, also meine Meinung ist, dass Weihnachten schon sehr lange mehrteilig geworden ist und es wird Jahr für Jahr in meinen Augen schlimmer. Vielleicht bin ich mir der falschen Meinung, vielleicht ist es bei mir nur in der Gegend so. Ja, wie schon gesagt, ich liebe meine Familie immer noch, nicht nur zu Weihnachten, ne, weil es viele nach Weihnachten dann vergessen oder nach Muttertag vergessen. Ich liebe meine Familie immer noch, ich werde sie immer lieben. Gerade auch immer mal kleine Gesten, zum Beispiel eine Rose vorbeifahren, also bei meiner Frau zum Beispiel. Das gehört sich einfach. Das, oder mal einen Aufwasch helfen, das gehört sich einfach. Das hat auch dann nichts mehr mit Weihnachten zu tun. Man sollte sich immer lieben zu Weihnachten. Klingt zwar doof, vielleicht kann man sich da ein bisschen mehr lieben, keine Ahnung. Aber man sollte sich immer lieben und zu Weihnachten sollte man einfach das Fest genießen und nicht nur auf die ganzen Geschenke geiern. Ja, und wenn ihr mehr Real Talks oder Real Life Story sehen wollt, guckt gerne meine Playlist, würde mich freuen und wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss!